Was diese Kiste mit euren Nackenverspannungen zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Liebe Freunde der Gesundheit, heute geht es um euren Nacken. Jeder kennt das, es zwickt, es zwackt. Davon kriegt man teilweise Kopfschmerzen, schlechte Laune, ja, und niemand braucht es eigentlich wirklich, dieses Leid der Nackenverspannungen. Aber wo kommt das Ganze eigentlich her? Wir wundern uns, dass das immer schlimmer wird, dass das immer mehr Leute betrifft, aber die meisten sind wirklich von euch auch irgendwo selbst dran schuld. Wir gucken den ganzen Tag in das Handy, gucken den ganzen Tag auf PC-Bildschirme und durch die ganze vorgebeugte, unnatürliche Haltung ist unser Nacken permanent unter Stress. Was können wir dagegen tun? Das erfahrt ihr jetzt in den folgenden Übungen. Das Erste, was Sie überhaupt tun sollten, ist öfters mal tagsüber das ganze Stachel zu durchbrechen und einfach die ganze Ernährungssituation vom Schultergürtel und vom Nacken weiterlaufend wieder zu verbessern. Ganz einfache Übung, einfach mal hinstellen und beginnen, die Schultern zu kreisen, vorwärts und rückwärts, dabei die Schultern auch richtig weit nach oben zu nehmen und aktiv nach unten, ruhig in verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja, und von der Zeit her würde ich mal so 1 bis 2 Minuten empfehlen. Auch das kann tatsächlich anstrengend werden, wenn man das eine Weile macht. Man glaubt es kaum. Das nächste, was ich euch jetzt mitgebracht habe, ist eine Übung, um den Nacken zu dehnen. Dafür habe ich mir Sven mit eingeladen. Servus. Oh! Kann ich ja auch nichts dafür, dass ich so klein bin. Gut, Sven, jetzt was für den Nacken tun. Wir tun einfach mal das Kinn nach links drehen, von dir aus rechts. Jawohl. Und jetzt nimmst du die Hand nach unten. Perfekt. So bleiben, gar nicht ganz so weit. Und jetzt schiebe mit deinem Kinn nach vorn und nach hinten. Stellt euch dabei vor, wie wenn eine Schnur aus eurem Kinn rausgeht und ihr schiebt an der Schnur entlang nach vorn und wieder nach hinten. Jawohl. Verstärken könnt ihr das Ganze noch, wenn ihr den Arm nach hinten bewegt. Dreh dich nochmal dazu, Sven, dass man das sieht. Jawohl. Und der Arm geht dann hier im Prinzip nach hinten. Jawohl. Das macht ihr ein paar Mal, ja, so 5, 6, 7 Mal und dann bleibt ruhig auch nochmal am Ende in der Dehnung drin und kreist so ein bisschen mit der Nase, so eine kleine Kreisbewegung machen mit dem Kopf und dann nochmal die Richtung ändern. Jawohl. Gut, das reicht doch schon an Dehnung und dann zur anderen Seite gehen. Gerade die zwei Übungen, Schulterkreisen und den Nacken ein bisschen dehnen, das kann man wirklich immer und überall einfach auch mal zwischendrin tun. Das Ding ist aber das, wenn wir jetzt wirklich dauerhaft auch was gegen die Ursachen von Nackenschmerzen tun wollen, müssen wir natürlich auch irgendwas für die Kräftigung tun. Dazu machen wir als nächstes einfach mal eine Übung, um die Halswirbelsäule zu stabilisieren. Sven, nimm mal deine Finger zusammen, jawohl, und geh mit den Händen hinter den Kopf, jawohl, und dreh dich ruhig nochmal ins Profil, perfekt. Und jetzt bau mit der Ausatmung Spannung auf mit dem Kopf, drück den Kopf aktiv nach hinten in die Hände und mit der Einatmung wieder ein bisschen lockern. Geh da wirklich mit der Atmung, weil ihr mit der Ausatmung einfach mehr Druck aufbauen könnt. Jawohl. Soll ich da so stark ich kann drücken? Ja, baut den Druck langsam auf, also Schmerz auf keinen Fall akzeptieren, aber dann schon kräftig. Nicht so stark ihr könnt, aber kräftig. Fühlt erstmal rein, also euer Nacken ist sensibel und übertreibt es dabei auch nicht. Ich empfehle 6 Atemzüge, wenn ihr richtig lang und gleichmäßig atmet, da könnt ihr auch eine Atemübung draus machen, sollte es ungefähr 1 Minute gehen. Und dann kräftigen wir den Hals-Nacken aber auch noch nach vorn. Dazu nimmst du jetzt den rechten Arm nach oben, jawohl, und beugst den Kopf ganz leicht ein, ja, und baust jetzt wieder Druck nach vorn auf mit der Ausatmung und mit der Einatmung wieder lösen. Hier gilt genau das Gleiche, macht da langsam, fühlt rein. Ein krampfender Muskel oder dass es sich ungut anfühlt, ist definitiv immer zu viel, also gibt dem Nacken ein bisschen Zeit. Perfekt, das natürlich dann auch noch zur Gegenseite machen, sehr schön. Perfekt. Wie fühlt es sich an? Gut. Ja. Bisschen einseitig jetzt.
beide Seiten machen. Guter Tipp, ja. Also da wirklich dran denken. Und das nächste, was wir jetzt tun, euer ganzer Nacken ruht ja irgendwie auf einem Fundament. Das ist euer Schultergürtel. Also der Kopf oben drauf, Schultern unten drunter. Und deshalb sollte man auch was für die Schultern tun, um da ja ein gutes Fundament zu schaffen. Da habe ich mal was vorbereitet. Tada! Ich hoffe, jeder von euch hat so einen Theraband sicherlich schon mal gesehen. Sonst, ja, Tipp, fragt einfach eure Krankenkasse, da gibt es die Teile meistens umsonst. Dazu nimmst du das Band jetzt, da gleich kleiner Expertentrick, einmal so oben drüber schlagen und hier einklemmen, weil dann braucht du es nicht die ganze Zeit festhalten. Und nimmst es so bitte in die Hüfte. Jawohl, perfekt. Genau. Beginnt in neutraler Position, also hier, dass schon ein bisschen Spannung drauf ist auf dem Band. Und jetzt die Schulter absenken, die rechte, und in die Außenrotation gehen. Jawohl. Da kurz halten und dann langsam wieder nachgeben. Denkt an, es ist ein Gummiband, also nicht rein und dann so nachfedern, sondern haltet die Spannung da drauf. Umso effizienter ist es auch, die Übung. Also die meisten haben ein Theraband, die wenigsten verstehen, wie das Teil funktioniert. Deshalb auf Spannung halten. Ja, sehr gut. Und irgendwann fängt es ziemlich fieses Brennen an in den Muskeln. Das ist normal und gut so. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass da was kaputt geht. Wenn das ein bisschen brennt, dann am Ende nochmal halten und nochmal so ganz kleine federnde Bewegungen machen, bis es nicht mehr geht. Und dann ja, lösen und dann direkt die andere Seite. Ganz wichtige Übung, also das ist die sogenannte Rotatorenmanschette. Wir sind erstmal ganz grob alle Muskeln, die sind dafür da, wenn du den Arm so bewegst, dass der Arm nicht hinterher fliegt, sondern der Arm bleibt einfach fest in eurer Gelenkkapsel drin und gibt dadurch die Sicherheit für eure Halswirbelsäule. Gut, und als letztes, das ist die absolute Schlüsselübung, weil bei den meisten zwackt es ja hier oben in dem Bereich. Und wenn wir unseren Trapezmuskel so hernehmen, so heißt das Teil, da liegt der hinten drauf wie so eine Kapuze. So, jetzt ist der obere, hier sind meistens die fiesen Verspannungen, meistens voll unter Dampf. Der mittlere Anteil und der untere, die schaffen meistens gar nicht mehr richtig mit, weil der obere zieht wie blöde und dann denken die sich so unten, okay, ja, wenn der oben zieht, lassen wir ihn mal ziehen und die unteren werden dann immer schwächer und schwächer. Aber genau die brauchen wir. Wir brauchen die Muskeln, die hier sitzen und die hier nach unten gehen. Und das machen wir jetzt mit der Übung Schulter senken. Dafür brauchen wir einen Stuhl. Gut, Sven, du darfst dich sogar mal setzen zum Training. Jawohl. Und jetzt nimmst du die Hände so an die Stuhlkante. Jawohl. Und rutscht jetzt so weit nach vorn, bis der Po... bis der Po nicht mehr auf dem Stuhl ist. Jawohl, perfekt. Das Erste, was ihr bitte tut, ihr baut Druck in den Stuhl auf und drückt euch richtig raus. Hier in langen Hals. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und dann die Schultern langsam zu den Ohren gleiten lassen. Jawohl. Und wieder Druck und wieder nachgeben. Also nach meinen Erfahrungen wirklich eine der drei besten Übungen gegen Nackenverspannungen. Es gibt nicht die Übung, die alles heilen wird, das ist Käse. Aber wirklich, die Übung ist für 90% plus der Leute wirklich gut, weil es lindert einfach den Zug oben auf den Muskel und die Spannung geht einfach raus und kräftigt einfach die richtigen Muskeln. Genau, und ihr könnt es überall machen, wo es Stühle gibt, Kanten gibt. Da noch als Tipp, wenn ihr tiefer nach unten geht, das heißt an der Treppenstufe geht es auch, wird es noch intensiver. Und wenn es weniger tief ist, halt weniger intensiv. Perfekt. Gut, Sven. Hast du gut gemacht. Was macht dein Nacken jetzt? Fühlt sich auf jeden Fall besser an als davor. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass euch das Programm weiterhelfen kann. Gebt uns einfach Feedback, das würde mich freuen. Folgt unserem Kanal. Ja, und dann haut rein. Und lasst einen Daumen nach oben da. Ja. Danke euch.